Die Reihenfolge, Frau Hieronymi, ist bewusst gewählt, das haben Sie gemerkt. Ich freue mich, dass Sie jetzt da sind. Ein weiterer Ausflug in die Praxis, nämlich jemand, der beim WDR an ganz entscheidender Stelle mitwirkt. Deshalb an Sie erstmal die Frage, wenn Sie da reingehen, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gemacht, also machen wir es nochmal klar, mit welchem Selbstverständnis gehen Sie in diese Sitzung? Wird CDU-Parteibuch ganz an die Seite gelegt? Ist man da so wie der Bundespräsident? Also, ich muss Ihnen sagen, wenn ich irgendwo in einem pluralen Gremium Vorsitzende bin, dann gehe ich in eine Sitzung als Repräsentantin dieses Gremiums und versuche, dieses Gremium tatsächlich seinem Auftrag gemäß, dass es arbeiten kann. Das ist mein Anliegen und mit dem Selbstverständnis gehe ich da rein, ja. Wie oft kritisieren eigene Parteifreunde, Freundinnen Sie dafür? Da höre ich gar nicht hin. Ich weiß es nicht. Da höre ich nicht hin. Das ist nicht mein Job. Ich vertrete da nicht eine Partei, die mich entsandt hat, sondern ich bin da Repräsentantin eines aus meiner Sicht für die Gesellschaft sehr wichtigen, plural zusammengesetzten Gremiums. Und ich glaube, dass die Legitimation, das möchte ich an der Stelle doch mal sagen, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht nur von der Gremienarbeit, sondern in erster Linie vom Programm abhängig ist, aber dass die Aufsichtsgremien für die Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch eine aus meiner Sicht sehr wichtige Aufgabe erfüllen. Und deshalb setze ich alles daran, dass sie diese Aufgabe möglichst gut erfüllen. Die entscheidende Frage ist ja, wie kriegt man das hin, dass man da ein repräsentatives Bild hat und dass man den Diskurs, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, der Gesellschaft abbildet. So, und dass das nicht in irgendwelchen Machtstrukturen hängen bleibt. Brauchen wir dafür weniger Politik? Geht Gersdorf aus Ihrer Sicht zu weit? Also, empfehle einen Blick ins WDR-Gesetz. Und es gibt ja auch andere Rundfunkgesetze in unseren Bundesländern. Und da ist die Situation wie folgt. Es gibt gar keine Regierungsvertreter. Es gibt im Gesetz vorgeschriebene Unvereinbarkeitsvorschriften. Und das heißt zum einen, dass gar keine Regierungsvertreter in den Gremien des WDR mitarbeiten dürfen. Und dass für die vom Landtag Entsandten klare Quoten gelten. Das heißt konkret, von den 48 Mitgliedern des WDR-Rundfunkrates dürfen maximal 13, im Augenblick sind es wegen des Wahlergebnisses im Landtag 14, vom Landtag entsandt werden. Und diese 13 dürfen auch nicht mehrheitlich von Mandatsträgern besetzt werden, sondern das müssen Nicht-Mandatsträger sein. Also Sie sehen, es gibt sowohl klare Unvereinbarkeitsregelungen als auch klare Minderheitenregelungen für die Vertreter, die vom Landtag entsandt werden. Und insofern ist die Struktur der Arbeit in einem solchen Gremium etwas anders, als wie Sie es hier vorhin diskutiert haben. Wenn wir jetzt nochmal, das war ja der andere Teil der Frage, also ein Stück Politik ferner, so haben wir es jetzt gelernt, bezogen auf den WDR, Stichwort Abbilden von gesellschaftlicher Pluralität. Wer definiert was und wer definiert, wer reinkommt und wo sind wir bei dieser Strohmann-Situation, ja, nein? Also die... Oder Strohfrau, Entschuldigung. Ja, die 34 Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen, dann sehen Sie schon die Relation, sind ja alle einzeln die Verbände, die entsenden dürfen, im Gesetz benannt, im WDR-Gesetz benannt. Und die Verbände entsenden auch unmittelbar. Die dürfen gar niemanden fragen, wen sie entsenden, sondern sie haben die autonome Entscheidung über ihren Verbandsvertreter, den sie in den Rundfunkrat entsenden.
den sie im Übrigen auch nicht zurückholen dürfen, um die Unabhängigkeit des Entsandten zu stärken, sondern er kann nur selbst sein Amt niederlegen vor dem Ende der Amtszeit. Das ist das eine, die Verbände entsenden. Die Verbände sind im Gesetz, welche Verbände entsenden dürfen, sind im Gesetz definiert und es ist ja eine Breite der Gesellschaft. Sie werden nie die Gesellschaft 100% abbilden können, aber ich kann Ihnen sagen, wir haben über die Gewerkschaften natürlich, die Arbeitgeberverbände, der Landessportbund, der Landesjugendring, die Sozialverbände und so weiter, ist schon eine sehr, die Migranten im Übrigen auch, die Senioren, eine gesellschaftliche Breite erreicht, die aber natürlich Gesellschaft verändert sich, auch jeweils angepasst werden muss. Und insofern hat aus unserer Sicht hier der Gesetzgeber den Auftrag, das auch jeweils neu zu justieren, wenn sich wesentliche Veränderungen in der Gesellschaft abzeichnen. Aber ich möchte auch hier die Entsenderorganisationen, die ja ein großes Privileg haben, dass sie entsenden dürfen, nicht aus der Pflicht entlassen. Zum Beispiel, was die Altersstruktur angeht. Wir haben ja viel zu wenig junge Leute in den Gremien. Und hier liegt es natürlich an den entsendenden Organisationen, auch auf die Geschlechter Vielfalt zu achten, die das WDR-Gesetz auch vorschreibt, aber auch bitte, das ist der dringende Appell, den wir auch haben, daran zu denken, dass wir stärker auch aus den Verbänden jüngere Mitglieder im Rundfunkrat brauchen. Jetzt haben wir ein paar Mal gehört, die personelle Situation muss sich verbessern im Sinne der besseren Vorbereitung auf das, was da nachher zu leisten ist. Ist das so? Und wenn ja, wie kann das geschehen? Also ich kann Ihnen sagen, es sind wirklich sehr hoch motivierte Kolleginnen und Kollegen im Rundfunkrat und der eine bringt etwas mehr Vorkenntnisse mit, der andere dafür etwas mehr Zeit und umgekehrt. Ich möchte eigentlich auf das Thema unserer Veranstaltung bei der Gelegenheit nochmal kommen, nämlich Chancen und Grenzen der Arbeit der Kontrollgremien. In der praktischen Arbeit, Herr Sommer hat bezogen auf die Freundeskreise die Praxis beschrieben. Bei uns ist im Übrigen der Freundeskreis der nicht vom Landtag entsandten, nämlich der 34, der mit Abstand größte Freundeskreis, den es gibt, wo der bei uns der graue Freundeskreis hält, weil die Vielfalt der Gesellschaft hier vertreten ist. Da ist die Frage in der konkreten Arbeit, wie sind denn die Arbeitsbedingungen der Gremien? Und da möchte ich an diese Gelegenheit heute wahrnehmen und Ihnen sagen, dass es auch aus meiner Sicht nicht nur die Entsenderorganisationen die Verantwortung haben, wen sie entsenden, sondern auch, dass dringend die Arbeitsmöglichkeiten, die organisatorischen, personellen und finanziellen Arbeitsmöglichkeiten, wenn man die Gremien ernst nimmt in ihrer Aufgabe, dass die verbessert werden muss. Wir sind sehr froh, dass im WDR-Gesetz jetzt drinsteht, erstens die Unabhängigkeit der Rundfunkgremien, also Rundfunkrat und Verwaltungsrat, ist zu sichern. Das steht im Gesetz. Daraufhin haben wir natürlich unsere Forderungen zur Arbeit gestellt. Und was ganz wichtig ist, dass tatsächlich im Blick ist, das ist bisher überhaupt nicht in dieser Diskussion auch nicht geschehen, für die ARD, dass wir natürlich unsere Arbeit für das Erste, das ist ja die Zusammenführung der einzelnen Programme, die müssen wir bündeln. Und dafür haben wir zwar mittlerweile eine Struktur, nämlich die sogenannte Gremienvorsitzendenkonferenz, aber die muss natürlich auch die entsprechende Zuarbeit haben. Also Effizienz der Arbeit, Professionalisierung, Weiterbildung, das sind alles, dafür brauchen wir Ressourcen und dann kann man eben die Gremien nicht kleinreden, man kann sie auch nicht nebenbei machen, sondern sie sind ein ganz wesentlicher, entscheidender Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Und dafür müssen auch die Voraussetzungen für unsere Arbeit in diesen, was die Ressourcen der Arbeit angeht, wenn man die Arbeit wirklich ernst nimmt, verbessert werden.
Stichwort Transparenz, muss das alles öffentlich werden oder wenn es da öffentlich wird, hat man wieder die Vorgespräche? Das ist ein Teil Lebensrealität, oder? Ja, aber ich finde, wir können wir sind auch dabei, das ist unstrittig bei den ARD-Gremien, dass wir unseren Blick auf die Allgemeinheit, die wir ja vertreten, stärken wollen. Und das heißt, Sie sehen das im Wesentlichen die Internetauftritte, die öffentlichen Sitzungen und die Presse, die eigene Pressearbeit ist wesentlich stärker geworden. Und von daher kann ich nur sagen, ich sehe uns auf dem richtigen Weg, aber wir brauchen dabei ein ordentliches Selbstbewusstsein der Gremienmitglieder selbst, dass wir unsere Rechte und unsere Kompetenzen auch ausschöpfen, dass die Häuser, die Landesrundfunkanstalten uns bei unseren Zuständigkeiten angemessen unterstützen, zum Beispiel durch Vorbereitungen auf das, dass wir rechtzeitig wissen und uns auf Entscheidungen vorbereiten können, Personalentscheidungen oder aber auch für wichtige Verträge, dass wir uns dann entsprechend darauf vorbereiten können. Aber wir brauchen auch die Unterstützung des Gesetzgebers und der Entsenderorganisation. Nur wenn wir alle zusammen uns auf diesen Weg begeben, werden die Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks tatsächlich auch ihre Arbeit so fortentwickeln können, wie der Fortentwicklung der Medienlandschaft und dem berechtigten Anspruch der Allgemeinheit auch entspricht. Frau Hieronymi, herzlichen Dank. Sie nehmen Platz in unserer Runde. Dankeschön.